Wenn du viel auf der Tastatur und der Maus tippst, dann schadet das langfristig deinen Handgelenken. Damit du aber nicht zum Arzt laufen musst, habe ich dir ganz einfache Übungen in diesem Video zusammengestellt. Menschen, die regelmäßig vor dem Computer sitzen, bekommen früher oder später oft Entzündungen im Handgelenk. Es gibt Handmuskeltrainer oder Rollerballs, um den Griff und das Gelenk zu stärken. Aber darum geht es in einem meiner anderen Videos. Um Entzündungen vorzubeugen, sollte man dehnen. Und darum geht es hier heute in diesem Video. Ich möchte dir sinnvolle Dehnübungen für deine Handgelenke zeigen, die du einfach umsetzen kannst, ohne irgendwelche Geräte. Bei der ersten Übung gehst du auf die Knie und ebenso auf die Handflächen, mit den Fingern weg vom eigenen Körper. Du lehnst dich dann langsam, so weit es geht, nach vorne. Bleib mit dem Rücken in einem leichten Hohlkreuz und achte darauf, dass die beiden Handflächen komplett am Boden bzw. auf der Matte aufliegen. Bleib dort an die 10 Sekunden und lehne dich dann Richtung Hüfte zurück. Wiederhole diesen Schritt ein paar Mal stressfrei und bewusst langsam und schüttle danach die Handgelenke aus bzw. massiere diese auch kurz. Damit du auch keine anderen hilfreichen Videos verpasst, vergiss nicht, ein Abo hier zu lassen. Danke dir! Bei der zweiten Übung bist du wieder auf den Knien und ebenso auf den Handflächen mit den Fingern weg vom Körper. Jetzt gehst du aber eine Runde mit deinen Händen, und zwar nach außen. Rotiere die Hände immer beidseitig um 90 Grad nach außen und drück dich dann wieder etwa je 10 Sekunden mit dem Oberkörper etwas mehr darauf. Wenn die Finger auf dich zeigen, dann drehst du wieder um und gehst mit den Händen die Positionen durch, bis die Finger zueinander zeigen. Auch hier kannst du die Intensität steuern, indem du dein Becken Richtung Füße lehnst. Da wird der Druck auf die Hände geringer. Oder weiter nach vorne schiebst, dann steigt der Druck auf die Handgelenke. Bei der dritten Dehnübung sind wir wie bei all den Übungen in diesem Video ebenfalls auf den Knien und den Handflächen mit den Fingern weg vom eigenen Körper. Jetzt stützt du dich mit einer Hand auch weiterhin am Boden ab. Die andere Hand jedoch drehst du jetzt so zu dir ein, dass dein Handrücken den Boden berührt. Du hast es jetzt wortwörtlich in der Hand, wie stark du diese Hand belastest, indem du mit dem anderen Arm als Stütze weniger oder mehr Druck darauf machst. Den ganzen Vorgang wiederholst du mit der anderen Hand ebenso. Von Mal zu Mal kannst du dich hier steigern. Ich zeige dir auch für alle anderen Gelenke und Muskelgruppen hilfreiche Videos fürs Training oder den Alltag hier auf YouTube. Aber auch auf meinen Social Media Kanälen findest du Beiträge zum Training, Ernährung und positiven Mindset. Also, schau doch auch mal dort vorbei. Ich freue mich über dich als Follower. Die letzte Übung in diesem Video zum Dehnen der Handgelenke ist definitiv für Fortgeschrittene und sollte beim ersten Mal nicht gleich durchgeführt werden. Hier startest du wie auch bei den anderen Übungen auf den Knien und den Handflächen, legst jedoch eine Hand auf deine Brust und bleibst somit nur mit einer Hand auf dem Boden. Mit dieser wechselst du mit einer Drehung nach außen von Handfläche zu Handrücken und zurück. Achte hier wirklich sehr darauf, dass du dich nicht zu weit nach vorne legst, denn der Druck wird am Anfang zu viel für dein Handgelenk sein. Lehne dich daher immer etwas zurück, mit dem Becken zu den Beinen, damit du dich nicht verletzt. Gib mir Bescheid, ob dir dieses Video gefallen hat oder nicht, und vergiss nicht, Support ist kein Mord.